Ja, guten Abend, Nachmittag. Das war jetzt ein sehr intensiver Vortrag. Ich hoffe, Sie haben noch ein bisschen Energie. Ich werde mich möglichst kurz halten, aber ein paar Sachen habe ich auch zu erzählen oder zu sagen. Ich danke Ulrike Thaus für die Einladung. Sie haben am Anfang schon gehört, über welche Künstlerinnen ich sprechen werde. Ich spare mir jetzt noch einmal die längere Einleitung. Nur so viel. Christina David, eine rumänische Künstlerin, und Isabella Hollauf, Josef Dabernik, habe ich eben vorgeschlagen. Und warum aber die mit genau diesen Arbeiten dabei sind, warum ich diese Auswahl getroffen habe, die auch dann eben mit den Künstlerinnen zusammenhängt, darauf komme ich dann nachher noch ganz kurz. Ich beginne mit Christian Tannhäuser, dessen Arbeiten Sie ja hier sehen. Christian Tannhäuser begibt sich in seinen Zeichnungen mit dem Übertitel Nördliche Linie auf die Spuren von zwei Dichtern, H.C. Artmann und Adalbert Stifter. Mit Artmann unternahm er mehrfach, wie er es nennt, Fahrten ins Blaue durch das Mühl- und Waldviertel in das böhmische Massiv und damit auch die Wälder, über die Stifter schrieb. Tannhäuser ordnet seine kolorierten, teilweise seriellen Fetnerzeichnungen von Landschaften manchmal auch, wie wir es hier sehen, in Sechsergruppen an. Wie durch ein Fenster gesehen, wie er sagt, um an die mehrteiligen Fenster in den Bauernhäusern zu erinnern, die zum Ärger Artmanns damals zunehmend verschwanden und durch Einscheiben Plastikfenster ersetzt wurden. Tannhäuser bringt damit ein wichtiges Moment der Reflexion ein, die über die nur ästhetische hinausgeht, nämlich über den Blick, der seine optisch-technischen Bedingungen mitdenkt, sich gewissermaßen spaltet, der zugleich von innen nach außen und von außen nach innen gerichtet ist. Hier trifft sich Tannhäuser mit Stifter, der ja auch ein anerkannter Maler und Zeichner war, dessen frühimpressionistische Qualitäten der Kunsthistoriker Fritz Nowotny hervorgehoben hat, schon sehr früh. Aber in Stifters Texten kündigt sich das optisch aufgerüstete Auge ebenfalls an. In der Erzählung Der Hochwald besteigt eine kleine Gruppe den Blockenstein, um von dieser Höhe aus auf das ferne Vaterhaus zu blicken. Die Tochter macht das mit dem allerneuesten Fernrohr. Zitat: Bis zum Erschrecken klar und nahe stand alles vor sie gezaubert, aber es war alles wildfremd. Abenteuerliche Rücken und Linien gingen durch das Glas, dann fahrige Blitze, blau und blau und blau. Sie rührte an der Schraube, um es zu verlängern. Dann führte sie es dem Saume eines dunklen Bandes entlang. Plötzlich ein schwacher Schrei. Zitternd am Rande des wunderbaren Glases stand das Vaterhaus, klein und zart, wie gemalt. Ja, die Fenster meinte man durchaus sehen zu können. Und ein Schlusssatz dazu. Christian Tannhäuser erinnert mit seinen zarten, empfindsamen Zeichnungen nochmals ausdrücklich an H.C. Artmann, der damals sagte, dass man wieder viel mehr Stifter lesen sollte. Ich komme zu Arnold Reintaler. Diese Arbeit haben Sie vielleicht schon gesehen beim Hereinkommen oben oder sicher gesehen. Arnold Reintaler stellt uns mit Morgen um diese Zeit zunächst vor ein ziemlich hermetisches Objekt. Ein schwarz lackiertes Regal, das exakt mit 560 identischen, schwarz gebundenen Büchern gefüllt ist. Dazu gibt es einige Parameter. Höhe und Breite des Regals entsprechen dem Körpermodular des Künstlers, der sich nach dem Vitruvschen Vorbild das Maß nehmen ließ. Sie kennen sicher Leonardos berühmte Version, zum Beispiel auf der italienischen 1-Euro-Münze, finden wir ihn ja auch. Die Rastereinteilung der Regelfächer wiederum richtet sich dann nach dem Format der Stärke und der daraus errechneten Anzahl der Bücher. Dieses schwarze Buch mit demselben Titel enthält seinerseits nicht weniger strikte Vorgaben. Auf 365 Seiten gibt es knappe Angaben zum jeweiligen Tagesverlauf bzw. den Tätigkeiten des Künstlers, für jeden Tag des Jahres folglich eine Seite. Für Reintaler sind dies Regieanweisungen für ein Leben als Künstler, die von Schauspielern und Schauspielerinnen oder anderen aufgenommen und nachgespielt werden können oder sollen.
Ob diese im prosaischen Duktus einer abgehakten To-Do-Liste festgehaltenen Tagesabläufe, die ganz konkret auf das Jahr 2014 hinweisen, so stattgefunden haben oder erfunden sind, wissen wir nicht. Elfriede Gerstl zitiert Konrad Beyer, wie er, Zitat Gerstl, in wenig einprägsamen und amüsanten Sätzen die Position des Solipsismus beschreibt. Beyer: Seit ich weiß, dass alles meine Erfindung ist, vermeide ich es, mit meinen Freunden zu sprechen. Es wäre albern. Allerdings hüte ich mich, ihnen zu sagen, dass ich sie erfunden habe, weil sie schrecklich eingebildet sind und glauben, dass sie mich erfunden haben. Es würde ihre Eitelkeit verletzen. Zitat Ende. Arnold Reintaler muss sich, seinem Konzept folgend, nacherfinden lassen. Er muss sich in Morgen um diese Zeit, das in seiner protokollarischen Nüchternheit ganz bewusst eine Kontraindikation zu H.C. Artmanns, das Suchen nach dem gestrigen Tag oder Schnee auf einem heißen Brot wecken, Eintragungen eines bizarren Liebhabers darstellt. Reintaler also muss sich auf die Zukunft verlassen und auf die Fantasie seiner Protagonistinnen. Und jetzt erlaube ich mir noch eine Bemerkung. Es wird nicht unwichtig sein, ob die zahlreichen Lokale, die er vor 6 Jahren besucht hat, nach Corona noch alle da sein werden. Wir wollen es hoffen. Ich komme auf die beiden Videos, die anschließend eben hier gezeigt werden. The Real Reason of the Migration of People in Europe to West, der rumänischen Künstlerin Christina David und der Film Aquarena von Isabella Hollauf und Josef Dabernik. Diesen beiden Arbeiten ist eines gemeinsam, nämlich, dass sie mit Wasser zu tun haben. Und das hat wiederum mit dem Ort hier zu tun. Ulrike Taus sagte mir nämlich, dass dieses Thema hier in der Wasserwelt mit einer besonderen Förderung bedacht wird. Also habe ich mich daran gehalten. In beiden Arbeiten spielt also die wasserliche Gegend eine wichtige Rolle, aber es ist nicht so tief traurig wie die Donau und den Winterhaufen. Christina David steht am Ufer des imposanten Tejo, der den Grenzverlauf zwischen Spanien und Portugal markiert und damit auch die Grenze zwischen den Zeitzonen von Mittel- und Westeuropa. David kommt, wie gesagt, aus Rumänien, osteuropäische Zeit. Sie spricht hier Englisch und hat ihren liebenswürdigen Akzent gewissermaßen schon im Titel eingebaut. Sie steht am Ufer des Flusses auf der portugiesischen Seite und macht sich in The Real Reason of the Migration of People in Europe to West Gedanken über die Migration vom Osten in den Westen. Aber sie lässt das aus, wie sie sagt, worüber ohnehin immer berichtet wird. Sie fügt eine andere Dimension hinzu, ihre Idee des Realen, eben The Real Reason. Sie spekuliert über die Flusszeitgrenze und die magische Brücke, wie sie sie nennt, die darüber führt. Als eine kleine Zeitmaschine, die es ermöglicht, wenn man in 8:30 zum Beispiel in Spanien glücklich ist, dieses Glück um eine Stunde verlängern kann, indem man nach Portugal überwechselt, wo es erst 7:30 ist. Oder umgekehrt könnte ein Unglück ungeschehen gemacht werden, würde man in die Zeitzone eine Stunde davor zurückwechseln. Zeit ist also etwas Relatives und es geht nicht um eine verlorene, sondern um eine gefundene Zeit. Als Christina David 2006 das Video drehte, kannte sie Umberto Ecos Die Insel des vorigen Tages nicht. Dessen Romanheld droht bei der Erforschung der Längengrade im Meer zu ertrinken und beschließt, sich genau auf dem 180. Längengrad treiben zu lassen, auf der Datengrenze zwischen heute und gestern, als würde er dadurch die Zeit anhalten und den Tod, den eigenen und den seiner Geliebten für immer hinauszögern. Wie gesagt, Christina David kannte den Roman damals nicht, aber über den nachträglich gemachten Vergleich ist sie sehr glücklich, bis heute. Aquarena haben Josef Dabernik und Isabella Hollauf, wie gesagt, gemeinsam produziert. Ein Anlass für diese Zusammenarbeit war, dass sie als Ehepaar beide 50 wurden. Sozusagen 100 Jahre Einsamkeit, wie Josef Dabernik etwas elegisch anmerkt. Von Hollauf stammt die Idee, einen Schwimmfilm zu machen. Sie beschäftigt sich seit Jahren mit sogenannten Erholungsräumen in urbanen Gebieten und den politischen Implikationen, die den Planungen und Veränderungen zugrunde liegen, deren Planungen und Veränderungen zugrunde liegen, so zum Beispiel auch in Leipzig.
dessen Stadtverordnung zur Reinhaltung der Gewässer und der Luft aus dem Jahr 1974, also aus DDR-Zeiten, diesen Film als gesprochener Text überlagert. Von Josef Dabernik, denn sein wievielter Film heute fertig wird, soll er uns vielleicht dann noch kurz selber sagen. Er hat ja unzählige Filme schon gemacht. Von Josef Dabernik stammen Struktur und Schnitt, die in einem exakt festgelegten Drehkonzept festgelegt sind, wie Sie sich vorstellen können. Der Film hat zwei Teile, sozusagen einen weiblichen und einen männlichen. Zuerst schwimmt sie in einem einzigartigen Ort, ein riesiges Becken mitten am Hauptplatz von Scharndorf, ein Ort in der Nähe von Wien. Es folgt eine Zäsur, 10 Sekunden schwarz, dann schwimmt er im Becken des Hotels Mureș im rumänischen Baile Felix, auf Deutsch Felixbad, ein ehemals mondäner Kurort aus der K&K-Zeit, sogar Marlene Dietrich war dort zu Gast, in dem es unter Ceausescu dann entsprechende Erweiterungen und Neubauten gegeben hat. In dem Film geschieht fast nichts. Beide schwimmen, jeweils völlig allein in ihren Orten, die aus der Perspektive von Dabernicks filmischem Blick wie neu entdeckte Welten wirken. Die Kamera heftet sich zwischendurch an Details, die dem jeweiligen Schauplatz entsprechend mit dem Wasser und seiner kulturellen und technischen Nutzung zu tun haben, vom heiligen Florian in Scharndorf bis zum historistischen Wasserspeier im Kurort. Die im behördenhaft strengen Ton vorgetragene Stadtverordnung, die neben dem flirrenden Celloton den ganzen Film begleitet, funktioniert über das Sachliche hinaus als disziplierender Subtext, der sich auf das Private, Persönliche überträgt. Dabei bleibt alles fragmentarisch und verharrt in einer leichtes Unbehagen auslösenden Kontingenz. Isabella Holler von Dabernik sagen zu Aquarena, das sei auf einer Metaebene auch ein Beziehungsfilm. Zum Schluss, die große Meisterschaft, die in jedem von Dabernicks Filmen liegt, wie in jedem von Dabernicks Filmen, liegt darin, dem ereignislosen und einem scheinbar unbedeutenden Ambiente eine in aller Perfektion durchkomponierte Struktur zu geben, eine andere, mit Spannung aufgeladene Realität zu schaffen, und das macht er nicht zuletzt immer auch mit subtilem Humor. Ich danke Ihnen.